Ich möchte euch alle sehr herzlich begrüßen heute am Heiligen Abend. Wir sind hier an der Krippe im Bischofshaus. Was kommt uns aus der Krippe heute entgegen? Es ist dieses Kind, das uns anlächelt, das durch seinen Blick auch uns ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Vor allem kommt die große Botschaft aus der Krippe: Fürchte dich nicht. Viele von uns haben jetzt eine sehr stille Zeit erlebt, auch vielleicht auch eine Zeit der Sorge in der Pandemie. Und in solchen Abschnitten unseres Lebens brauchen wir diese Zusage von Gott her: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, wenn du vielleicht krank bist. Gott ist mit dir. Oder ich konnte es auch erfahren, wenn in einer Familie jemand gestorben ist, dass es neue Hoffnung gibt. Auch dort gibt es diesen Gedanken, diese Zusage: Fürchte dich nicht. Und es gibt auch in unserem täglichen Leben, auf allen Wegen unseres Lebens, die Erfahrung: Gott macht sich nicht aus dem Staub. Er geht mit dir den Weg des Lebens. Und das kann uns zur Furchtlosigkeit, zum Gedanken: Fürchte dich nicht, bringen. In diesem Sinn wünsche ich euch gesegnete Weihnachten mit dem Licht aus der Krippe.